B2.4. Zeichnen Sie das Dreieck MCP1 in das Schrägbild zu B2.1 ein und berechnen Sie sodann dessen Flächeninhalt. So, eine der schwersten Aufgaben hier. Zuerst mal das Dreieck MCP1 einzeichnen, also einfach von P1 zu C eine Linie zeichnen. Hier haben wir schon das Dreieck MCP1. So, und zweiter Teil, berechnen Sie sodann dessen Flächeninhalt. Es gibt ja zwei Flächeninhaltsformeln, eigentlich drei, aber die eine gilt nur im Koordinatensystem. Und wie gesagt, die erste heißt 1/2 mal Grundseite mal Höhe. Und wenn man es jetzt hier sich einfach machen will, dann funktioniert die nämlich schon. Weil wenn ich als Grundseite die Strecke MC benutze mit 6 cm, dann ist die Höhe nichts anderes als die Strecke H1P1 mit 4,16 cm. Also muss ich das nur noch zusammenbasteln. Flächeninhalt des Dreiecks MCP1 ist gleich 0,5 mal Grundseite mal Höhe. Die bekannte Wertende einsetzen. MC sind 6 cm, H1P1 hatten wir vorhin ausgerechnet mit 4,16 cm. Tippt es in den Taschenrechner ein und bekommt einen Wert von 12,48 cm, Quadratzentimetern und hat so schnell 3 Punkte verdient.